Ihr Lieben, ich erzähle euch ja immer wieder, dass man im Garten, ja, die ganzen Sachen, die man im Garten schneidet, dass man die eigentlich nicht wegschmeißen sollte. Und jeder, der mich kennt, der wirft mittlerweile sein China-Schiff nicht mehr weg. Hier ist nämlich dieser wunderschöne Rückschnitt, ist nach Ostern. Und ihr könnt, ja, ihr könnt schon ahnen, es hat natürlich auch die Optik fast von Stroh. Und man kann das so super verwenden. Das ist was ganz Tolles. Und dann war ich auch noch im Garten und da habe ich ganz tolle Weinreben, ja, Weinranken. Und da war ich jetzt unterwegs, habe also meine schönen Weinranken geschnitten und habe hier einen ganzen Sack tolle Weinranken. Das ist also ein echtes Kapital. Ein bisschen dunkel, gell? Sieht man kaum, obwohl doch man sieht's. Ja, und diese Weinranken, die sind ein bisschen störrisch. Ich weiß nicht, ob ich euch das zumuten soll, dass ihr mal mitguckt, wie das geht. Aber Weinranken, die wollen gebändigt werden. Und wenn man diesen Kampf gegen diese Ranken, die jetzt hier so schön störrisch aussehen, wenn man das alles gewinnt und mit Hilfe eines, da mache ich euch nochmal rein, das bekommt ihr bei Floristik24, dieser schöne braune Basteldraht nennt er sich oder auch Myrtendraht. Und wenn man mit Hilfe von dem Draht und China-Schiff und Weinranken da, und ja, und nochmal ein paar Hände mit Schmackes, dann bekommt man so ein schönes Ergebnis, so schöne Kränze, die auch so ganz toll natürlich sind, nestig. Und da kann man so vieles damit machen, Frühlingsblühereien, Straußenei, ja, oder also das ist auf jeden Fall eine wunderschöne Basis. Und mit diesen Arbeiten, da wird es auch österlich weitergehen. Und ich habe noch, ich habe so viele Ideen damit. Aber schmeißt euren Rückschnitt nicht weg, sondern verwendet den. Der ist so schön. Und noch ein kleiner Tipp von mir. Bei dem China-Schiff gibt es ja auch diese Blüten. Die fusseln auch unheimlich ab. Ja, die sind eigentlich wunderschön, ein traumhaft. Die fusseln total ab. Aber ich zeige euch mal, wie man die behandelt, dass die nicht mehr so, dass diese Fusseln nicht mehr so wegspringen. Und zwar, da gibt es natürlich was ganz Einfaches. Ja, zeige ich euch auch. Gibt es bei Floristik24 Sprühkleber. Ja, man nimmt, also wenn der Kranz fertig ist, nimmt man einfach Sprühkleber und sprüht nochmal vor allem diese Blüten, ja, diese fusseligen Blütenstände, sprüht die nochmal schön ein und dann halten die ganz toll und dann hauen die nicht mehr ab. Kleine Tricks und Mittel zeige ich immer gern. Aber das war jetzt nur so eine kleine Vorbereitungsarbeit. Ja, ich denke natürlich auch schon so Richtung Ostern, Frühlingskränze. Und das wollte ich einfach mal gezeigt haben. Das sind dann auch so meine Samstagnachmittag-Vergnügungen. Und ich muss natürlich auch mal ein bisschen planen, die nächsten Videothemen. Und eins davon, das gibt es jetzt gleich. Bleibt mal dran und guckt bis zum Ende, weil es gibt ja immer viele, viele Tricks und Kniffe, die ich zeige. Los geht's! So, etliches später, ich ziehe jetzt mal die Handschuhe aus, bin ich endlich fertig. Der Beutel ist leer, der China-Schiff ist weg, der ganze Sack mit den Weinranken ist auch fort. Und ich bin total happy, dass ich diese schönen Kränze jetzt gewunden habe. Und man sieht auch so schön mit dieser Schwungform diese Weinreben. Ja, also schneidet nie mehr eure Weinranken ab und macht die einfach in Müll. Und ich nenne mich jetzt, ich sortiere die mal nach Größe, ich nenne mich jetzt stolzer Besitzer von 4 tollen Kränzen. Ist also doch interessant, wie viel Material in diesen Kränzen verschwindet. Und ach, die Fortsetzung folgt. Ich werde euch bestimmt was Schönes zeigen. Ich bin jetzt irgendwie völlig verstaubt und verwuschelt. Der Boden sieht aus, der Laden ist dreckig. Aber ich habe es jetzt geschafft. Und jetzt, wenn ich endlich gefegt habe, dann mache ich auch Feierabend und ich freue mich drauf. Hallo liebe YouTuber,
Nachdem ich euch kürzlich ja gezeigt habe, wie ich schön diese Nester vorbereitet habe, ist jetzt der Endspurt für Ostern. Und ich habe jetzt gedacht, jetzt muss ich auch endlich mal was richtig Schönes draus machen. Und für diesen Endspurt wollte ich euch doch mal das bepflanzte Osternest zeigen. Und dazu, so, dazu muss ich in diesen, ja, in diesen Nest natürlich eine stabile Basis reinbringen. Jetzt habe ich mir einen Karton genommen, der klappt zwar ein bisschen, aber den Karton möchte ich gern in diesen Kranz reinsetzen. Und damit dieser Karton nicht durchfällt, habe ich jetzt einfach so Stäbe genommen, wie von den Orchideen. Ja, diese schönen festen Stäbe. Ziehe die hier durch. Schiebe diese Stäbe hier durch. Und zwar, ich schiebe die jetzt hier ganz unten, ja, also unten durch. Unten nenne ich jetzt also da, wo dann am Schluss natürlich der Boden ist, nicht mittig, weil das ist ja alles Pflanztiefe, die ich sonst verschenke. Und ich habe auch einen Heißkleber genommen. Und mit dem Heißkleber mache ich jetzt einfach so ein bisschen an so einen Stab, ein bisschen Heißkleber und schiebe dann anschließend den Stab hier so einfach wieder ein bisschen rein. So, zack. Und das Ergebnis soll natürlich sein, dass dieser Stab nicht mehr rauskommt und dass der auch nicht verrutscht. Nicht, dass es irgendwie klack macht und der Boden fällt durch dieses Nest durch. Ja, das wäre natürlich Käse. Ja, ich habe auch passend zu Ostern, habe ich mich auch mal ein bisschen schick gemacht. Habe gedacht, jetzt geht es dann wieder ums Ganze, weil wir sind echt dabei, den Laden zu dekorieren. Wir bereiten uns so vor und es gibt natürlich so viele Bestellungen und so viele Leute, die auch schöne Ostersträuße wollen, die Ostersträuße verschenken, verschicken. Ja, also das ist jetzt die Zeit, wo wir jede Hand brauchen und wo natürlich alles hübsch gemacht wird. Und in der Tat ist es dann auch so, nach so einem Ostersamstag ist hier eigentlich kaum mehr was im Laden. Der Laden ist total leer. Ist auch gut, dass dann der Ostermontag kommt, weil beziehungsweise am Dienstag muss ich dann wieder komplett frisch einkaufen. Und es geht dann ja auch schon in den Sommerflor über. Sommerflor nennen wir dann auch die ganzen Pflanzen, die man natürlich draußen, die sommerlichen hat. Obwohl ich da immer ein bisschen gespalten bin, weil es kann bis zu den Eisheiligen ja noch Nachtfrost geben. Und deswegen bin ich mit den Pflanzen immer so ein bisschen gespalten, so früh diese Sommerpflanzen zu pflanzen. Naja, gehen wir mal zurück zum Frühling. Jetzt habe ich hier meine Basis, also mein Gitter, habe ich hier also jetzt passend gemacht. Was ich bei der Vorbereitung aufs Video natürlich schon vorbereitet habe, ist meine Pappe genau in der Form von dem Kranz. Und, Moment, ein bisschen reinstecken. So, und man sieht, das ist jetzt also schon eine schöne, feste Basis. Ja? Und da, auf der Basis kann man also auch in der Tat gut arbeiten. Ja, zum Thema Ostern wollte ich euch doch noch mal ganz kurz einen kleinen Ausflug zeigen. Ich hatte ja auch mal ein Video mit Hornfeilchen im Filzmantel. Das ist also eine ganz süße Geschenkidee zu Ostern. Und diese Hornfeilchen, die haben wir jetzt nicht nur eingefilzt und haben hier ein schönes Zwiebelchen und Moos und auch eine kleine Perlhuhnfeder dran gemacht, sondern wir haben auch noch Kätzchenzweige und mit einer Schleife. Und das ist also ein Geschenk, ein Mitbringsel, das super, super gern genommen wird und sehr gern geschenkt wird. Und ich finde immer, mein Spruch ist ja immer, Höhe macht wertig. Und dieses Hornfeilchen ist durch seine Zweige, ist also richtig, richtig süß. Ja, kann man also in verschiedenen Variationen dekorieren. Hier habe ich dann oben nochmal so ein Federchen, ein bisschen Rosmarin und von den Kätzchen, die buschigen, mir fehlen die Worte, wie sie es nennen. Auf jeden Fall diese wunderschönen kleinen Kätzchen, die habe ich dann auch da dran gemacht. Und so gibt es also viele Spielereien. Hier sind Wachteleier statt Zwiebelchen. Es findet sich immer so viel Schönes und eigentlich gibt es noch viel mehr Schönes, aber wir hatten in der Tat jetzt auch vor Ostern, ich könnte so, so viel zeigen, aber Filmen kostet halt Zeit und was natürlich viel mehr Zeit kostet als Filmen, ist das Schneiden und die Videos zu produzieren. Ja, das sind natürlich dann Stunden und deswegen würde ich gern viel, viel mehr zeigen, als ich zeigen kann.
Ganz einfach, weil ich einfach die Zeit nicht habe. Aber trotzdem mache ich ja jede Woche ein Video. So, ich habe jetzt hier ein Stück Folie. Das lege ich auf die Kappe. Und dann kommt auch schon die Erde. Ja, und so mache ich dann doch fast jede Woche ein Video. Heute habe ich mal wieder die Kamera aufgehängt. Ich bin alleine im Laden. Ich habe also keinen hier dabei, der filmt. Und deswegen ist die Kamera jetzt heute mal statisch. Und ich halte euch die Sachen auch in die Kamera und zeige die. Aber das vor Ostern, ich wollte euch das unbedingt noch zeigen, das gepflanzte Nest, weil ich das so, so schön fand und so süß. Das ist jetzt so eine Arbeit, die so ganz nach meinem Gusto ist. So, man braucht jetzt hier ein bisschen Erde. Man kann die wie so einen kleinen Maulwurfhügel anhäufen, weil ich brauche natürlich auch, für manche Pflanzen ein bisschen Platz. Man sieht es hier an der Topfgröße. Ja, dass diese Narzissen ein bisschen Raum brauchen. Und die würde ich in der Tat schon mal mittig pflanzen. So. Und die anderen Pflanzen da drum herum setzen. Dann habe ich natürlich passenderweise habe ich Bellies genommen. Ich wollte eigentlich zuerst die Begonie in das Nest setzen. Habe gedacht, boah, die wäre ganz toll, aber die hat so einen riesen Topf. Ich glaube, die kriege ich da gar nicht rein. Also das ist wieder mal so der Klassiker. Ich entscheide mich während dem Video dann doch für eine andere Lösung. Und genauso ist es auch heute bei den Bellies. Da mache ich jetzt auch so einen kleinen Trick, weil das ist natürlich jetzt so eine Höhe. Ich nehme den jetzt einfach, für die Ostertage ist das gut. Und ich denke, dass die trotzdem ganz gut überleben. Ich schneide einfach einen Teil von den Wurzelballen ab. Weil ich kriege die sonst gar nicht so schön rein, dass die sich da so rein, ja, rein kuscheln in dieses Nest. Und was ich auch mache, ist, ich teile den Wurzelballen einfach. Ja? Und damit ich die an zwei Stellen schön reinsetzen kann, und dann sieht es auch total süß aus, da teile ich den Wurzelballen. Und ich glaube, dass ich mir dann mehr Gefallen tue, dass es dann auch hübscher ist. Dann habe ich noch die Muscari. Die kann man auch sehr schön vereinzeln. Ja, da sind ganz viele Zwiebelchen in dem Topf drin. Und die kann man auch sehr schön vereinzeln. Und dann kann man die ganz hübsch platzieren. Was ich jetzt auch mache, ich setze die jetzt so um diese Bridal-Narzisse drumherum. Und es ist natürlich immer schön von der Gestaltung her, wenn in der Mitte... wenn in der Mitte die höchste Pflanze ist. Was auch schön hoch ist, sind die Hyazinthen. Davon habe ich zwei mitgebracht, ja, eine weiße und eine blaue. Und die Hyazinthen, die setze ich auch an diese Narzisse. Aber was ich mit der Narzisse jetzt auch zuerst mache, die Ideen kommen ja auch wieder mal beim Arbeiten. Ich nehme einfach ein Messer und schneide dieses... Ja, diese schneide den ein bisschen Höhe, Pflanzhöhe schneide ich weg, weil die sitzen mir einfach zu hoch. Und die muss ich jetzt hier ein bisschen eingliedern, die hübschen. So, und dann geht es auch gleich viel besser. Und dann passt es auch viel besser, dass die Narzisse, dass die Hyazinthe hier auch dazu gepflanzt wird. Also wir brauchen schon immer ein bisschen Erde und... Erde ist gut, man kann mit Moos auch mal stopfen, aber beim Moos ist natürlich das Problem, wenn man zu viel Moos nimmt, Moos entzieht der Pflanze in der Tat Wasser. Also Moos ist eigentlich sehr kontraproduktiv dafür, dass die Pflanzen auch halten sollen. Und deswegen würde ich mit Moos zum Füllen würde ich sehr sparsam agieren. Das finde ich... ist nicht so dienlich und nicht so gut, um die Pflanze gut zu versorgen. Ich brauche noch einen schönen Platz, weil ich habe hier noch ein echtes Highlight. Ich habe noch ein ganz, ganz süßes Nestchen. Und zwar, ich weiß nicht, ob ihr euch mal an ein Video erinnert, in dem ich Chinaschilf gedreht habe, also selber gedreht. Mit so einem goldenen Draht. Hier sieht man, das ist so ein goldener Draht. Und das sind diese Nestchen, von denen ich jetzt natürlich total profitiere, weil genau jetzt ist die Zeit gekommen, in der ich diese Nestchen super gebrauchen kann. Und ich habe das letztes Jahr, das war so eine totale Fleißarbeit, die ich da gemacht habe. Ich habe das zu Hause gemacht, es hat gestaucht.
Mein Mann war froh, als ich dann endlich abgerückt bin mit meinen Nestern. Aber als ich jetzt in den Keller kam und die gesehen habe, habe ich gedacht, cool, das war echt eine super Vorbereitung und habe mich gefreut wie ein Schneekönig. Und ihr seht, ich teile auch viele Pflanzen. Hier teile ich nochmal den Efeu und pflanze den auch nochmal so als kleine Spielerei seitlich in mein Nest rein. Und der macht natürlich auch nochmal richtig, richtig schön spielerisch. So, jetzt muss ich mal so langsam dazu übergehen, meine Folie zu schneiden. Ja, ich möchte ja nicht, dass die Folie, also im Moment sieht das Nest so aus, dass die Folie hier total übersteht. Und das ist natürlich Quatsch. Die Folie muss ja jetzt weg. Aber ich habe die extra während dem Pflanzen dran gelassen. Aus dem Grund, weil ich ansonsten, dann kann ich die Erde, die jetzt so drüber bröselt, ja, die kann ich dann ganz leicht, heb die Folie an und zack, ist es wieder drin. Das ist natürlich super praktisch. Und die würde ich erst am Schluss in Form des Nests dann schneiden, also sprich wegschneiden die Reste. Und das Schöne ist, ich kann dann das, alles, was übersteht, kann ich natürlich auch noch mit Moos abdecken. Nehmt auf jeden Fall ein schönes, frisches, neues Stück Folie, weil nichts ist ärgerlicher, als das Nest fertig zu haben und dann festzustellen, wenn man so ein bisschen wässert, dass es tropft. Das nervt total. Das ist natürlich alles schon passiert, auch hier. Und da haben wir uns geärgert wie der Teufel. Das fanden wir echt doof. Ich werde auch ein bisschen zart wässern, das Ganze. Man kann immer gut wässern, indem man so eine kleine Gießkanne nimmt mit so einem schmalen Auslass. Und dann kann man das gut steuern, weil mein Efeu war ein bisschen trocken. Und Zwiebelpflanzen brauchen eh wenig Wasser. Die sind ja sehr, die ernähren sich ja eigentlich aus ihrer Zwiebel heraus. So, jetzt habe ich auch schönes Moos. Moos ist ja, also so, wenn man das so ganz trocken lagert, hält sich das auch super, super toll, was ich trotzdem mache. Und man sieht jetzt auch, wie das dann nochmal schöner grün wird. Ich sprühe das trotzdem nochmal richtig schön ein, bevor ich das auseinandernehme. Boah, seht ihr, wie dunkelgrün das wird? Toll, oder? Ich sprühe das jetzt nochmal richtig schön ein, bevor ich das verwende. Weil, was ich jetzt natürlich machen möchte, ist in meinem Nest die Erde und vor allem die Ränder mit dem Plastik, die möchte ich natürlich mit Moos abdecken. Das sieht ja viel schöner aus. Das ist ja dann so, ach, so original Ostern, ne? Und ich lege dieses Moos auch tatsächlich hier nur drauf, weil wenn ich das Ganze mal anders bepflanzen möchte, dann kann ich das Moos runternehmen und kann einfach wieder was Frisches reinpflanzen, ohne jetzt, ja, wenn ich das kleben würde, könnte ich natürlich auch machen. Aber ich sage das einfach meinem Kunden, dass das nur draufgelegt ist. Und der soll, dass das so ein bisschen vorsichtig getragen wird. Ich glaube, kein Mensch kommt auf die Idee, dieses Nest auf den Kopf zu stellen. Zumindest keiner, der vernünftig denkt. Und dann sollte das auch kein Thema sein. So. Also jetzt ist also alles mit Moos schön abgedeckt. Und eigentlich habe ich jetzt noch so mein Highlight. Habe ich jetzt noch, was ich euch ja versprochen habe. Das ist mein Nestchen. Und damit ihr nicht so lange warten müsst, gehe ich jetzt einfach mal im Laden gucken. Ich gehe jetzt ein Nestchen klauen. Moment, ich bin gleich zurück. Oh, Gesuch gefunden. Also dieses kleine Nestchen hier haben wir einfach gefüllt mit ein bisschen Moos, mit Federchen, mit Wachteleiern und auch das Nestchen. Lege ich jetzt einfach drauf hier auf meinen Kranz. So, jetzt drehe ich das Ganze mal zu euch, damit ihr auch seht, was ich hier so gemacht habe. Und ich denke, man kann das Ganze jetzt nochmal, ja, man kann noch ein paar schöne Details geben, indem man dem Nestchen ein paar schöne Zweige gibt. Die sind jetzt toll ausgetrieben. Das ist die Korkenzieherweide. Ich mache einfach das Grün ab, weil das Grün hält natürlich nicht ohne Wasser, das ist klar. So, und das finde ich jetzt auch sehr schön. Mein Gedanke ist,
die Zweige einfach so spielerisch noch dazu zu stecken. Und ich wollte dem einfach nochmal so ein Oster, das ja Zweige und Frische und alles sprießt und alles kommt raus. Ja, und das spiegelt sich ja auch in den frischen Zweigen wieder, in den frischen Blüten. Das ist jetzt echt fürs Osterfest so ein richtiger Knaller. Ich habe natürlich für die Zweige, die muss man ganz vorsichtig stecken, weil ich muss ja aufpassen, dass ich nicht meine Folie durchsteche. So, und dann hätte ich noch, ich könnte jetzt natürlich auch noch mit gelben oder grünen oder mit Wachteleiern, aber ich würde es jetzt ziemlich natürlich belassen, mein Nest. Und ich habe hier noch was Wunderschönes, das habe ich bei Floristik24 bekommen. Ich habe mir echt einen Wolf gesucht im Großmarkt und habe das nirgendwo gefunden. Und diese schönen Perlhornfedern, ich liebe Perlhornfedern, die sind so schön, guck mal, so schön. Ich lasse bewusst beim Kleben mal kurz die Handschuhe an, ihr mögt es mir verzeihen, weil ich habe mir schon so oft die Finger gebrannt und ich wollte jetzt vor Ostern eigentlich mir nicht nochmal die Finger verbrennen, da habe ich keine Lust dazu. Und falls ein bisschen Heißkleber Richtung von meiner Haut kommt, habe ich dann immer noch zum Schutz meine Handschuhe. Außerdem pflanze ich ganz gern mit Handschuhen. Ich gebe es offen zu. Ich finde, das ist so ein, ich muss dann meine Hände nicht so ruinieren. Und ich mache das zwar, wenn es nötig ist, aber wenn es nicht unbedingt sein muss, dann finde ich das ganz schön doof. So, ihr Lieben, es ist jetzt Karfreitagmorgen und ich habe jetzt endlich alles fertig. Im Laden ist auch alles fertig und ich wünsche euch jetzt ein ganz tolles Osterfest. Genießt es, bis die Sonne kommt und ich hoffe, ihr habt auch so ein schönes Nestchen oder eine schöne Deko und freut euch, euch an den tollen Ostertisch zu setzen. Und ich schicke euch einfach alles Liebe, ein paar Sonnenstrahlen, ein paar österliche Grüße und sage bis bald, viel Spaß, schöne Tage von eurer Margit. Tschüss!